Hallo, ich probiere es heute mal mit einer Anfrage zu einer Pilzbestimmung. Ihr seht hier meinen Fichten-, Buchen-, Mischwald und an einer Stube, an einem alten Holzbaum. Daneben habe ich Safranschirmlinge gefunden. Habe ich folgenden Pilz entdeckt, der mir nichts sagt. Was sehen wir? Einen glatten Stiel. Helle Lamellen, wobei ich vermute, dass das Sporenpulver. Man sieht hier dunklere Stellen. Beige-rot sein könnte. Größe. Also 6-7 cm würde ich sagen, auf jeden Fall von der Höhe her. Zu viert in einer Gruppe gewachsen, nicht milchend. Also sehr spröde Lamellen, oder? Mit einer Hand ist das nicht ganz so leicht. Die Nase sind eigentlich schmierig. Jetzt werde ich noch schauen, der Geruch. Der Geruch ist eher unauffällig. Ein wenig nach so Medizin, aber wirklich nur wenig. Auffällig vielleicht auch noch ist dieses. Ich hoffe, das Handy stellt noch scharf. Ich lege es mal hin. Jetzt sieht man es, dass da so Furchen, quasi eine Riefung auf der Huthaut ist. Das ist bei allen Pilzen zu sehen hier. Mehr oder weniger zweifärbig. Geht das in Richtung Rötling? Könnte sein. In der Nachbarschaft wachsen auch noch Trameten. Und ein weiterer Pilz. Ich lege ihn auch wieder hin. Ein Quaternarius hätte ich gesagt. Aber auch hierzu eine Bestimmungsanfrage. Ist es dieser Löwen? Raufuß, wie auch immer. Ich werde auch hier eine Geruchsprobe. Fällt intensiver aus, fast magieartig. Eng sitzende Lamellen. Natürlich ist der Fruchtkörper viel kleiner. Ich habe da auch einen zweiten. Das alles auf 10 Quadratzentimeter. Naja, vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren oder auf pilzforum.at weiterhelfen. Bedanke ich mich schon einmal.